Jedes Jahr beginnen mehr als 100.000 Menschen ein neues Leben in der Schweiz. Aus verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten hoffen sie alle, dass die Schweiz ihr neues Zuhause wird. Das ist schön. Doch nicht alle bleiben. Jedes Jahr kehren auch mehrere 10.000 Menschen wieder zurück in ihre alte Heimat. Dies ist die Geschichte von vier Familien, die wir in den letzten Jahren bei ihrer Einwanderung in die Schweiz begleitet haben. Was ist aus ihnen geworden? Sind sie geblieben? Und haben sie ihr Glück gefunden? Aziz Abdul Karim. Mit seiner Familie gekommen, um dem Krieg in Syrien zu entfliehen. Sommer 2014. Über die Türkei schaffen sie es bis in die Schweiz. Sie suchen Sicherheit und erhalten Asyl. Ein neues Leben beginnt. An diesen beiden Orten bekommen Sie Informationen, wie Sie Ihre Diplome anerkennen lassen können. Doch das ist schwierig. Der ehemalige Chefarzt muss wieder ganz von vorne anfangen. Mein Leben in der Schweiz ist ein einziges Warten. Warten, warten. Ian Mackay, der Schotte aus Deutschland. Sein Neuanfang in Disentis. Oh. Die alte Heimat war ihm zu eng geworden. Hallo. Lea. Lea. Was ist Lea? Grüezi, Grüezi, willkommen. Willkommen. Der Englischlehrer will in Graubünden ein neues Kapitel aufschlagen. How do you do? You guys are well trained. How are you? Der Plan. Ian will zunächst mit den beiden Töchtern vorausgehen. Seine Frau Marion und der Sohn sollen ein Jahr später nachkommen. Yummy. Doch die Trennung tut weh. Auch mit der Integration im Dorf harzt es. Und so platzt der Traum vom neuen Leben nach wenigen Monaten. Wir wollten ein bisschen zu viel. In Meißen hatten wir ein tolles Leben und wir dachten, hier könnten wir es noch besser haben. Das war unser größter Fehler. Lisa, die Portugiesin, auf der Suche nach Einkommen und Liebe. Gestern hatte ich Spätdienst. Mit der Arbeit hat es problemlos geklappt. Heute habe ich einen Frühdienst, also. Was passiert? Lisa kam 2014 in die Schweiz. Seither arbeitet sie in einem Alters- und Pflegeheim. Dabei hilft es ihr, dass sie bereits fließend Deutsch spricht. Hallo, guten Morgen. Da bin ich wieder. Lisa ist integriert. Doch wenn immer möglich, reist sie zurück nach Portugal, besucht ihre beiden Söhne und ihre alte Mutter. Lisa ist geschieden und muss ihre studierenden Söhne von der Schweiz aus finanziell unterstützen. Dort fühlt sie sich oft einsam. Ich meine, es gibt Tage und Momente, die sind schon schwierig genug. Ja, scheiße, allein sein ist nicht einfach. Besonders in einem fremden Land. Rahul Budwa und Megha Goyal, die Manager aus Indien. Beide kommen aus der Hauptstadt Delhi. Ein geordnetes Leben, zusammen mit der Tochter Dia und den Eltern von Rahul. Nachdem er ein Jobangebot als CEO einer Schweizer Firma erhalten hat, beginnt für sie in der Schweiz ein Alltag ohne Hausangestellte. Bisher hatte Rahul für alles Bedienstete. Not even in the bathroom. In der Schweiz muss er sich alleine durchschlagen, um die Ankunft seiner Frau und Tochter vorzubereiten. Alltägliche Dinge wie Einkaufen sind für ihn Neuland. Mann, ist das schwer. Ich brauche eine Pause. Ich hätte einen Wagen nehmen sollen.
Der Inder schlägt sich durch, so gut er kann. Weißbohnen und Tomatensauce. It is white beans and tomato sauce. In der Schweiz wagen sich die beiden zum ersten Mal in ihrem Leben gemeinsam ans Abenteuer selber kochen. Das ist gar nicht so kompliziert. Indisches Essen sieht kompliziert aus, aber eigentlich ist das wirklich einfach. Ich glaube, wir sind hier organisierter und respektvoller geworden. Zum Beispiel spülen wir jetzt unsere eigenen Kaffeetassen bei der Arbeit. Drei Jahre ist es her, dass die Familie in die Schweiz kam. In Indien war die Shopping Mall ihr Wochenendausflugsziel. In der Schweiz geht es raus in die Natur. Siehst du das am Baum? Welche Frucht ist das? Ich weiß es nicht. Kann man das essen? Auf dem Pfannkuchen. Ah, daran erinnerst du dich. Ich denke, das ist dieselbe Frucht. Das ist schön. Ich mache mal ein Foto. Die Inder genießen die Schweiz. Wir kommen jeden Tag aus dem Haus und denken, was für ein perfektes Land. Ich meine die Infrastruktur, die Natur, die Sauberkeit. Es ist einfach immer schön, sobald man vor die Tür geht. Wir haben alle Familien gebeten, sich Episoden aus der Vergangenheit anzuschauen. Die Welt der Budwas vor 4 Jahren. Ich frühstücke mal. Megha Goyal wird von ihrem Chauffeur zur Arbeit gefahren. Ich verbringe jeden Tag 2 bis 3 Stunden im Auto. Ich hasse es. Was für eine Verschwendung von Zeit und Benzin. Das mag ich hier in Indien überhaupt nicht. Fester Bestandteil des Lebens in Indien. Familienevents, wie die Zeremonie zur Einweihung eines neuen Apartments. Wenn ich das sehe, vermisse ich meine Familie. I miss my family. Damals hatte ich Angst zu gehen. Unser ganzes Leben war super eingespielt. Und plötzlich macht der Mann Karriere und man muss aus der Komfortzone raus. In ein Land, wo man niemanden kennt, wo alles neu ist, weit weg von der Familie. Das hat mir Angst gemacht. Ich musste meinen Job aufgeben. Das war ein totaler Programmwechsel. Aber ich denke, ich habe es gut hingekriegt. Inzwischen machen sie es wie die Schweizer. Nach der Wanderung wird eingekehrt. Ja, kann ich mit Card bezahlen? EC, Post und Landschick. Oh, okay, that's fine. Mit Bar dann. Auch wenn es manchmal hapert, die deutsche Sprache ist Teil ihres Lebens geworden. Ich denke, es ist einfach. Nein. Sehr einfach. Sehr schwer. Ja. Aber ich habe keine Zeit für Unterricht nehmen. Wir haben viel Arbeit. Kein Freizeit. Seht ihr die Werbung da, wo die Dame steht? Da sind 2 leckere Eiscremes drauf. Als ich mir das näher angeschaut habe, habe ich gesehen, dass da Hundeglasse geschrieben steht. Eiscreme für Hunde. Das sieht super lecker aus. Wirklich? Dia, möchtest du ein Hundeeis? Nein. Das ist sicher lecker. In der Schweiz verbringt Rahul wesentlich mehr Zeit mit seiner Tochter als in Indien. Das ist schön. Glücklich sein hängt letztlich nicht von besonderen Sachen ab. Es sind die kleinen Freuden wie diese hier. Ah, cool. Das war aber schnell. That is fast. So in etwa sah es aus, als der Syrer Aziz Abdul Karim das erste Mal die Schweiz erblickte.
Vier Jahre später ist es Alltag, die Fahrstrecke zur Arbeit. Ich arbeite als Assistenzarzt in der Abteilung für Innere Medizin. Da gibt es eine Notaufnahme und eine normale Station. Das ist jetzt fast dasselbe, was ich auch in Syrien gemacht habe. In Syrien war Aziz ein angesehener Chefarzt. Heute arbeitet er als Assistenzarzt in einem Regionalspital im Kanton Waadt. Immerhin, denn lange war nicht klar, ob der syrische Flüchtling in der Schweiz seinen Job und sein Ansehen zurückbekommen würde. Asylgesuch anerkannt. Aufenthaltsbewilligung B. Das war vor 5 Jahren noch ganz anders. Auch Aziz und seine Familie blickten zurück. Aziz ist auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch im Unispital Genf. Mit großen Hoffnungen. Hallo, Dr. Abdul Karim. Aziz Abdul Karim. Aziz Abdul Karim, nice to meet you. I'm Dr. Steger. Der syrische Arzt hofft, einen großen Schritt in Richtung neues Leben machen zu können. Wenn ich richtig verstanden habe, möchten Sie bei uns in der Poliklinik ein Praktikum absolvieren, um zu sehen, wie unser Medizinwesen funktioniert. Genau. Das ist das eine. Und dann möchte ich mein Studium vervollständigen und hier als Arzt arbeiten. Ich dachte, das Gespräch sei gut verlaufen. Das war aber nicht so. Ich habe das falsch verstanden. Dieses komplizierte Prozedere, das war wirklich schwierig für mich. Am besten wäre, wenn Sie hier wie ein Student beginnen und mit den anderen Ärzten mitlaufen würden. Das war ein Schock für mich, als ob all meine Studien nichts wert wären. Als wir aus Syrien geflüchtet sind, dachte ich, in der Schweiz. Ich habe bereits eine Spezialisierung, da werde ich sicher eine Arbeit finden, weil ich ja bereits ein Facharzt bin. Aber dem war nicht so. Aziz fängt wieder ganz unten an. Immerhin, 1,5 Jahre nach dem Gespräch arbeitet er wieder in einem Spital. Die Portugiesin Lisa hat es vom Strand Portugals nach Ilanz, Graubünden, verschlagen. Die Arbeit läuft, doch Lisa vermisst ihr Familien- und Sozialleben der alten Heimat. Abwechslung bringen ihr vor allem die Shoppingtouren. Dieselben Läden immer wieder. Kann ich mich umschauen? Ja, gerne. Danke. Ja. Ich werde immer die Modemaus sein und das ist für mich wichtig, dass es irgendwie feminin bleibt. Und jetzt gehe ich zum Beispiel in die Läden rein und raus und Leute wissen schon, ich kaufe oft nichts, aber ich gehe einfach rein, weil ich, weil ich einfach so einen Einkaufsbummel gerne mache. Und die paar Läden, die es gibt, gut, das ist ganz schnell, die Leute kennen mich schon. Weil ich jetzt auch eine Woche am Strand gehe, weißt du, es ist noch gemütlich, wenn du am Abend so... Das ist jetzt meine Ecke geworden und das heißt, wenn ich jetzt nach Portugal fliege und wieder zurückkomme, ich freue mich auf meine Ecke. Und das ist mein Platz. Und das sind meine Sachen. Und das ist, ja, das ist halt wieder ein Zuhause. Auch Lisa blickt zurück in ihr altes Leben. Im Norden Portugals unterstützt sie ihre beiden arbeitslosen Söhne so gut es geht, mit Geld aus der Schweiz und mit Zuspruch. Darüber hinaus muss sie für ihre kranke Mutter eine Pflege organisieren. Das alles kostet Geld und dieses Geld muss sie in der Schweiz erwirtschaften. Grüezi. Grüezi. Na, was stricken Sie denn? Ich weiß nicht, ob für die Söhne oder für... jemand anders. Ah, okay. Also im Fall, für mich dürfen Sie auch ein paar stricken. Ja. Wenn Sie Lust haben. Ja. Das, was ich schon immer geplant hatte, meinen Kindern geben können, dass sie sich ausbilden und was fürs Leben haben, das wollte ich auch
weiterhin können, machen können. Und das hat mir dann langsam, habe ich dann gemerkt in Portugal, das werde ich, die Krise war immer stärker, besonders in meinem Bereich, in Textil, die immer stärker. Und ich habe mich da finanziell nicht durchsetzen können. Und das waren zwei große Jungen und eine Wohnung, das war ziemlich viel. Die letzten Jahre, eine Zeit der Entbehrungen, aber auch eine Zeit, in der Lisa sich einen Traum erfüllen konnte. Schau mal, mein Auto. Tipptopp. Aber ich habe das Auto immer noch, es ist gut, es funktioniert. Das ist mein ganzes Leben lang, auch wo ich verheiratet war, hat das immer mein Mann gemacht und sowas mit dem Auto. Das mache ich jetzt ganz für mich, mit meinem Geld. Also da war ich noch extrem emotional. Was man für sich selbst so viel Geld braucht, das verstehe ich gar nicht. Ich habe gedacht, das hat man nur mit Kindern. Also ich war jetzt gestern bei der Bank um nach Arbeitsschluss. 5.000 Franken für das Traumauto. Vom Munde abgespart. 3.000 kann sie in bar auf den Tisch legen. Der Rest folgt den kleinen Raten. Danke vielmals, Lies. Danke Ihnen. Ich musste wirklich ein Auto haben und mir auch überhaupt das Gefühl geben, es ist eine neue Phase und eine bessere und nicht eine neue Phase und eine schlechtere. Meißen, die alte, neue Heimat von Ian Mackay und seiner Familie. Ian ist jetzt seit 2 Jahren zurück aus der Schweiz. Hier im Osten Deutschlands fühlt sich der Schotte so, wie er sich fühlen möchte. Zu Hause. Sehr gut, ganz toll. Gute Kontakte mit den Kollegen. Alles läuft prima im Moment. Wirklich super. Die Schweiz nimmt er mit in den Unterricht. Wie sind die Schweizer als Menschen? Was ist euer Bild eines typischen Schweizers? Reich. Reiche Menschen. Okay. Ja. Schöne Landschaft. Beautiful landscape. Schokolade. Sie kennen sich alle untereinander. Sie leben in kleinen Dörfern. Meine Tante lebt in so einem Dorf. Immer wenn wir einen Spaziergang machen, grüßt sie alle, die ihr entgegenkommen. Aus seinem gescheiterten Gang in die Schweiz macht Ian kein Geheimnis. Das war ein interessantes Jahr. Aber nun bin ich wieder zurück. Es hat nicht funktioniert. Nicht, weil die Schweizer nicht nett wären. Mehr deshalb, weil einige Dinge einfach nicht so liefen wie geplant. Es ist interessant, dass ihr von kleinen Dörfern redet. Dörfern, wo jeder jeden kennt und wo man sich noch grüßt. Da kann es schwierig sein, reinzukommen. Das ist wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Wenn man von außen dazukommt, ist das nicht einfach. Meißen vor 5 Jahren. Die Welt, die Ian mit seiner Familie damals hinter sich lassen wollte. Meißen ist schön. Das war ein toller Platz für 11 Jahre. Unsere Kinder waren groß geworden hier. Aber jetzt ist es reif, einfach weiter. Ich mach ein bisschen Musik, weil Musik gehört zu unserer Familie. Der Umzug ins neue Leben. Oh Janik, du schaust auf wie 10. Alle müssen noch ein letztes Mal die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken. Da sich die Familie vorübergehend aufteilt, geht nur ein Teil der Möbel mit in die Schweiz. Treibende Kraft hinter dem Umzug war übrigens der Schotte. Ich glaube, du musstest raus. Ja. Du hast dich ein bisschen gefühlt wie so ein Tiger im Käfig. Nichts ändert sich mehr und hattest die Hoffnung, dass du wieder was bewirken und verändern kannst. Zunächst scheint die Rechnung aufzugehen. Ein Highlight der ersten Tage,
die Schülerreise in die Berge. Wie klein du da warst, im Vergleich zu ihr. Echt dünn Kopf. Ja. Ian entdeckt die Schönheit der Schweizer Natur. Schau dir diese Kulisse an. Ich habe das öfter in Schottland gemacht, aber nicht auf so einer Höhe. Es tut mir gut. Thomassee. Oh, wow. Traumhaft. Nochmal. Sexy time. Okay, okay. Thanks a lot. Danke, danke. It would be nice. Wäre schön, euch öfter zu sehen. Ja. I told you, no, stimmt, habe ich erzählt. In Nordirland sind wir jeden Donnerstagabend mit allen Lehrern auf ein paar Drinks. Das ist, finde ich, toll. Ja, das hat gefehlt. Ja. Ich habe euch mal per Zufall an einem Freitag getroffen. Just by chance. Vielleicht, ich habe nicht so viel und nicht oft genug versucht, Kontakt aufzubauen. Aber es war schwer. Wir waren sehr mehr fixiert auf Kontakt zwischen uns. Es war ja für dich auch neu, allein mit den Mädels zu sein. Für alles verantwortlich zu sein, zu kochen, zu waschen und so weiter. Kochen. Thanks, Leo. Lauch. Hat Chips da jeden Tag gefühlt? Lauch mit Lauch? Der Arbeitsort des Inders Rahul Budwar in der Nähe von Zürich. Der CEO leitet eine Schweizer Firma mit 70 Mitarbeitern. Beruflich ist sein Gang in die Schweiz ein Schritt nach oben. Und inzwischen hat Rahul gelernt, dass man auch ohne Chauffeur und Hausangestellte ganz gut leben kann. Besonders, wenn man entsprechend ausgerüstet ist. Ich habe das hier von einem meiner Kollegen geschenkt bekommen. Das sind offenbar ganz wichtige Schweizer Wörter. Das ist offenbar ein besonders schwieriges Wort. Rahul ist kein Chef, der sich im Büro versteckt. Er mischt sich gerne unter seine Schweizer Mitarbeiter. Auch wenn er dann ständig in Gefahr ist, Deutsch reden zu müssen. Kannst du uns noch erzählen, was du am Wochenende gemacht hast? Diese Wochenende? Ja. Wir haben Gäste für Abendessen letzte Nacht. Und ich habe meine Tochter für einen Geburtstag gebracht. Selber gekocht für die Einladung? Ja, ja. Ja. Nächste Zeit, du musst zu meinem Haus kommen, ja, für Abendessen. Und ich mache indische Rösti. Nicht nur die Rösti waren eine Entdeckung. Ich nehme mal Monika als Beispiel. Wenn in Indien jemand mit mir arbeitet und ich ihm sage, ich brauche jetzt das und das, dann lässt die Person sofort alles stehen und liegen, um es augenblicklich zu machen. 100%. Aber Monika zum Beispiel ist dann gerade am Telefon und sagt mir, stopp, ich habe gar zu tun. Anschließend macht sie es natürlich und das ist auch eine gute Art. Teile kann sehr gut switchen zwischen sehr ernst und dann vielleicht etwas, einen Humor wieder reinbringen. Und ich denke, das haben wir Schweizer zum Teil nicht so, weil wir sind so fokussiert auf unsere Arbeit, dass wir dann so ein bisschen im Ernst drin sind und dann gibt es eigentlich keinen Witz zwischendurch, außer man ist dann unter Kollegen und hat eine Pause. Bei uns ist das so ein bisschen mehr strukturiert und das können wir sicher auch ein bisschen lernen, um da ein bisschen einen laufenden Überfluss quasi zu haben und nicht so strikt zu sein. Das Skifahren hast du verpasst, Rahul. Kannst du mich bitte hochziehen? Lass das, Rahul! Du schiebst mich in die falsche Richtung. Geh weg! Ohne dich geht das besser.
Das kann ich inzwischen so viel besser. Das ist wirklich peinlich. Okay, make it follow. Short and sweet. Heute ziehe ich die Skier an und fahre richtig Schuss. Das Skifahren ist eine wundervolle Sache. Ich liebe es. Die Berge runterfahren, das ist toll. Ich genieße das jedes Mal. Wir machen das inzwischen zusammen mit der ganzen Familie. Das macht uns allen Spaß. Aziz ist in seinem Element. Nach 5 Jahren in der Schweiz ist der ehemalige Chefarzt aus Syrien wieder halbwegs das, was er einmal war. Er kann als Assistenzarzt arbeiten. Sein Arztdiplom für die Schweiz jedoch muss er noch nachholen. Es ist nur rechts. Links tut Ihnen nichts weh, oder? Und der Mund, können Sie den öffnen? Das geht. Am Nachmittag schauen wir, was wir machen können. Wenn es ein Abszess ist, werden wir operieren müssen. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay. Mein Kollege gibt Ihnen Bescheid, sobald wir mehr wissen, okay? Also, auf Wiedersehen. Ich komme nachher wieder vorbei. Aziz wird vom Team geschätzt. Möchtest du ein paar Diätkekse? Er macht eine Menge Fortschritte mit dem Französisch. Er ist ein wirklich fröhlicher Mensch. Er lacht viel. Es ist wirklich angenehm, mit ihm zu arbeiten. Das stimmt, er lacht eigentlich meistens. Und er ist sehr diskret, was sein Leben betrifft. Ich hätte niemals gedacht, dass er so schlimme Sachen erlebt hat. Bei der Arbeit lässt er das nie durchblicken. Azis Frau hat noch keine Arbeit gefunden. Die Familie bekommt kaum noch finanzielle Unterstützung. Azis Lohn muss für alle reichen. Dennoch ist er zufrieden. Ich habe jetzt ein normales Leben. Ich finde, das ist gut. Ich habe mich integriert. Ich bin wieder in der Medizin tätig. All das tut mir wirklich gut. Noch ein halbes Jahr. Dann wird er seine Prüfung machen können. Du hast uns wirklich gefehlt. Ja, ja, richtig gefehlt. In Meißen sind Ian und Marion zusammen mit Freunden auf einem Integrationsfest für Flüchtlinge. Seit Ians Rückkehr nach Deutschland engagieren sie sich in diesem Bereich. Oh, hey, grüß dich. Hallo. Ja, na klar. Das Fest wird organisiert von der lokalen Flüchtlingshilfe. Deutsche und Flüchtlinge bringen hier gemeinsam Gärten zum Blühen. Ian und Marion waren fast von Anfang an mit dabei. Hi, hallo, grüße dich. Hi. Gut, 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 gut. Bist du alleine hier? Alle da? Alle von Morgen fast, ja, mit deiner Kind und meiner Frau. Die habe ich gar nicht gesehen. Hi, hi. Das sind Leute von meinem Band, das ist Tim. Hallo. Hallo. Das ist hier und das ist Farid und Greg. Genau als Ian zurückkam, kamen die Flüchtlinge. 2015 war das. Ne? Und für uns war es fast wie ein Glück, als plötzlich die Leute hier kamen. Ne? Aus Syrien und Irak und Iran und Afghanistan. Und wir haben auch richtig Freunde. Für die Frauenquote. Das ist richtig. Da ist Puppentheater. Ian ist glücklich. Umgeben von seiner Familie und Freunden lebt er den gesellschaftlichen Austausch, den er in der Schweiz so sehr vermisst hat. Mittwoch, Waschtag. Am Ende, es gibt wichtige Dinge im Leben als Haushalt. Das stimmt. Marion ist noch in Deutschland. Ich habe immer geholfen mit dem Haushalt. Der Unterschied ist die Trennung zwischen ich und meiner Frau. Wir sind nicht zusammen. Und das tut weh manchmal. Es tut wirklich weh.
Wir haben uns gar nicht gesehen gestern. Stimmt. Hallo. Hallo. Wie war euer Tag? Meiner war gut. Leas Kuchen war super. I didn't like it. Nicht lecker? Was war denn das für ein Kuchen? Rübli, also Karottenkuchen. Ians Stimmung damals? Reinzuspringen in ein Bergdorf ist schwer. Geld ist nicht alles. Und Lebensqualität muss zustimmen. Und ich finde im Moment, das geht nicht. Der Kipppunkt war erreicht. Mhm. Ich habe immer gewartet auf einen schönen Aha-Moment. Ein schönes Ja, jetzt ich bin hier. Hurra, wir sind glücklich. Alles läuft toll. Und es ist nie gekommen. Also, du wolltest nach Dresden, nach Meißen zurück. Ja. Und die Lea. Ja. Das Jahr war halt nicht so perfekt für mich. Und ich war einfach glücklich, dass ich wieder in einem großen Haus bin, mit meinem Hund und auch mit meiner Mutter, dass ich wieder sie habe. Hm. Weil als Teenager ist es, glaube ich, wichtig, eine Mutterfigur zu haben und nicht nur einen Vater. Ja. Ian hat ja dann ein Jobangebot angenommen in der International School, was finanziell eigentlich eine Katastrophe war für uns. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das war ein Rückschritt. Ja. Den wir bis jetzt nicht aufgeholt haben. Mhm. Und wenn ich nicht damals diese Lohnerhöhung gekriegt hätte, dann weiß ich nicht. Lisa geht es nach 4 Jahren in der Schweiz finanziell besser als früher. Ich suche jetzt zum Beispiel einfach so ein Stockfischfilet für das, was ich machen will. Ich sehne mich nach diesem typischen Essen. Ich erinnere mich sogar noch an meine Eltern, wo wir in Deutschland waren, war das auch so. Wir müssten auch immer einmal in der Woche zum portugiesischen Laden. Weil da gab es einfach so den Geschmack und das, was man sich gewohnt ist, was man gerne bei uns isst. Dias, boa tarde. Oh, ciao. Ich hätte sogar noch mehr kochen können, aber es ist gut. Früher in Portugal hat sie selten nur für sich gekocht. In der Schweiz ist sie auch nach 4 Jahren noch meistens alleine. Ja, das erinnert mich an Portugal, wo ich dann für die ganze Familie gekocht habe. Eigentlich macht es mir viel Freude, wenn ich das für jemanden kochen dürfte und zeigen und geben zum Essen. Das wird mir noch mehr Freude machen als nur für mich. Eigentlich hatte Lisa gehofft, nach ihrer Scheidung in der Schweiz auch eine neue Liebe zu finden. Ein Rückblick vor 4 Jahren. Lisa ist in den Bergen unterwegs und wie meistens alleine. Meine schönen Stiefel. So, mit was soll ich das jetzt putzen? Da sieht man sofort, ich bin nicht aus dem Land. Ihre Hoffnungen, mit einem neuen Partner in der Schweiz ein Leben aufzubauen, haben sich nicht verwirklicht. Ich würde mich in vieles verlieben in der Schweiz. Aber irgendwie ist das jetzt so, dass ich nicht auf Besuch bin. Ja, deshalb habe ich viele Stimmungsschwankungen auch. Und ich versuche mich hier einzuleben und das Leben geht weiter. Meine Vorstellungen sind immer noch da und die habe ich bis jetzt noch nicht umsetzen können. Weder in Portugal, wo es einfacher sein sollte, da es meine Heimat ist, und hier habe ich sie auch noch nicht umsetzen können. Natürlich habe ich Männer,
kennengelernt, um mich verschiedene, die halt nur Kollegen sind oder wo es halt auch mal mehr Interesse da war, aber so gefunkt hat es jetzt bei keinem. Also ist halt noch, oder was, das lasse ich gerne so laufen. Haben noch mehr Gäste? Schön. Und Wein? Ach, schön. Ian und Marion mangelt es nach der Rückkehr nach Deutschland nicht an Kontakten. Das Haus, das sie eigentlich für die Schweiz zurücklassen wollten, ist zum Treffpunkt für alte und neue Freunde geworden. Ja, also jetzt ist das Haus wieder voller Leben. Fast mehr als bevor Ian weggegangen ist, weil wir eben so viele neue Freunde gefunden haben. Also unter den Geflüchteten sind so viele unsere Freunde geworden. Und wir haben ständig im Sommer haben wir Gartenpartys, wir grillen zusammen, wir essen zusammen. Wir sagen immer, es ist United Nations Hotel hier bei uns bei den Mekais. Im Musikkeller probt derweil Ian mit seinen Musikern für seinen Auftritt vor den Freunden. Seit seiner Rückkehr vergeht kein Tag, an dem er nicht unter Freunden ist. Ja, das ist, wo meine Frau ist und wo mein Freundeskreis sitzt. Und das ist meine Heimat. Und ich habe das gefunden. Die Rückkehr nach Deutschland. Für seine Freunde kein Scheitern. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich selbst bin mal für ein Jahr auf die andere Seite der USA gezogen und das hat auch nicht funktioniert. Du gibst dir Mühe, dich anzupassen und das funktioniert einfach nicht. Dann kommst du mit eingezogenem Schwanz zurück und stehst vor denen, die du zurückgelassen hast. Fake News! Aber das ist okay. Es gehört zu den Lebenserfahrungen. Mit Maske siehst du besser aus. Verrückte Maske. Fazit. Haben Sie Ihr Glück gefunden? Ja. Hier. Uns, also mir ist bewusst geworden, das, was eigentlich vorher schon hatten. Das trifft wahrscheinlich auch am besten. Ja. Ja. Mhm. Wir brauchten vielleicht diesen Umweg, um zu realisieren, dass wir gar keine große Veränderung brauchen. Mhm. Familie Mackay. Ausgezogen, um noch mehr Glück zu finden, als sie bereits hatten. Zurückgekehrt, um es dort zu finden, wo sie es zurückgelassen hatten. Bei Lisa geht es wesentlich ruhiger zu. Ein arbeitsfreier Tag. Abstand vom Alters- und Pflegeheim. Lisa versteht es, ihrem Alltag immer wieder positive Seiten abzugewinnen. Wunderbar. Da ist richtig schön viel Fisch drin. Geschmack ist schon Portugal, aber das ganze Ambiente, das ist natürlich was ganz anderes. Da ist man schon lieber in Portugal, aber hier tut's auch. Besuch von der Familie ist selten. Und ein Highlight, wie damals vor 4 Jahren. Lisa erwartet ihren Sohn Eduardo. Er möchte das neue Leben seiner Mutter kennenlernen. Wann bist du angekommen, mein Lieber? Vor einer halben Stunde. Wie spät war es denn? Halb. Halb vier? Ja. Schön hast du es hier. Auf den Fotos sah das nicht so schön aus. Wenn du ein Kissen haben möchtest, nimm doch das hier. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Und es freut mich, dass ich die bei mir habe und die das miterleben einfach.
Lisa möchte ihrem Sohn etwas bieten. Sie nimmt ihn mit auf die Skipisten. Schnee hat er noch nie gesehen. Gar nicht so einfach. Ich sinke ein. Ich denke, sie hat die richtige Entscheidung getroffen. Ich weiß, es ist oft hart für sie. Ich möchte sie moralisch unterstützen und von meiner Seite in Portugal alles so machen, dass sie sich um uns keine Sorgen machen muss und hier ihr Leben leben kann. Irgendwie sind Lisas Söhne immer mit dabei, auch wenn sie nicht da sind. Jetzt werde ich noch mein Söhne, da muss ich noch ein Foto für meinen. Oh, habe ich denn jetzt mein Handy? Meinen Handy? Weil ich schicke meinen Söhnen, damit die schön. Der Eduardo, der Marco wird ganz glücklich, dann weiß er, ich mache jetzt portugiesisches Essen. Das, er ist einfach dafür, dass ich so viel mache wie möglich, damit ich nicht so viel Sehnsucht habe. Trotz Sehnsucht und Einsamkeit. Nach 4 Jahren ihr Fazit. Wenn ich zurückdenke, ich hätte es wieder gemacht, wieder in die Schweiz. Ich finde, alles, was ich erlebt habe und alles, was ich durchgemacht habe, war es wert, weil ich bin so gewachsen. Ich habe nicht nur zugenommen, ich bin auch gewachsen. Ich bin so gewachsen. Das heißt, das sind eigentlich das, was uns groß macht im Leben. Sind diese Lebenserfahrung, und ich hätte diese Lebenserfahrung in Portugal nicht gemacht. Das heißt, du bist jetzt im Moment glücklich? Ja, ich bin jetzt nicht wunschlos glücklich, aber ich bin zufrieden, ja. In Lausanne haben Aziz und seine Familie vor allem eins gewonnen: Sicherheit. Auch Aziz' Frau Sarah hat Französisch gelernt. Auch sie möchte gerne arbeiten. Doch bisher ist es mit der Arbeitssuche schwierig. Wenn Aziz arbeitet, bin ich mit den Kindern alleine. Da ist es schwierig, nach einer Arbeit zu suchen oder mich um etwas anderes als die Kinder zu kümmern. Zu Hause wird vor allem Kurdisch gesprochen, auch wenn beide die Sprache ihrer neuen Heimat sehr schnell erlernt haben. Noch einmal der Blick zurück auf damals, 1 Jahr nach ihrer Ankunft. Aziz und seine Familie haben Asyl erhalten. Die Schweiz bietet ihnen die erhoffte Sicherheit. Jetzt haben sie neue Ziele. Als erstes Französisch lernen. Tag für Tag. Ich versuche, die Zeitformen zu erkennen. Perfekt, imperfekt, Präsens, Futur und so weiter. Im Französischen gibt es so viele Zeitformen. 5 Jahre nach seiner Ankunft zieht auch der ambitionierte Arzt seine persönliche Bilanz. Wir haben nur ein einziges Leben. Wir haben eine Menge Zeit verloren. Stellen Sie sich vor, wenn Sie auf einen Schlag 5 Jahre Ihres Lebens verlieren, oder vielleicht sogar noch mehr. Einfach so. Das ist eine Menge. Aber für die Kinder ist es besser hier. In Syrien wird die Lage immer schlimmer. Ich hoffe, dass es sich dennoch zum Besseren wendet. Denn ganz ehrlich, eines Tages möchte ich zurück nach Syrien. Das ist mein Ziel, eines Tages zurückzugehen nach Syrien. Auch wenn ich nicht weiß, wann das sein wird. Für die Kinder ist die Schweiz die einzige Welt, die sie kennen. Hier wachsen sie auf und hier gehen sie zur Schule. Syrien kennen sie durch ihre Eltern und aus dem Fernsehen.
5 Jahre nach der Flucht vor dem Krieg haben die Abdulkarims ein Leben in der Schweiz. Was sie als Heimat definieren, werden Eltern und Kinder sicher in Zukunft diskutieren müssen. Das dritte Jahr in der Schweiz. An die Hausarbeit haben sich Megha und Rahul inzwischen gewöhnt. So ist das Leben. Während die einen hart arbeiten, genießen die anderen ihr Leben. Ich habe Dia fertig gemacht, zur Schule gebracht und wieder abgeholt. Das sind sicher 2-3 Stunden Arbeit. Ich denke, wenn wir die Stunden zählen, habe ich locker mehr gemacht als du. Wirklich? Darüber werden wir wohl noch öfter diskutieren. Cheers. Mit 30 lernen wir jetzt endlich, wie es ist, für uns selbst zu sorgen. Niemand, der einem das Essen serviert und die Kleidung, wäscht sich auch nicht mehr von alleine und ist auf magische Weise immer zum Tragen bereit. Für Schweizer Verhältnisse kommt das sicher ein wenig spät. Aber immerhin, wir machen das. Schweizer im Alltag, Inder im Herzen. Ganz ehrlich, manchmal vermisse ich die Familie, wenn ich einfach zu viel um die Ohren habe. Dann vermisse ich, was wir in Indien hatten. Manchmal vermisse ich die Wärme der Großfamilie. Oder wenn wir mal ausgehen wollen und einen Babysitter brauchen. Das sind so die Momente, in denen wir unser altes Zuhause vermissen. Auch an die beiden Inder die Frage, war es das wert? Ich denke, das ist es absolut wert. Abgesehen vom Beruflichen ist es vor allem, sich mit anderen Menschen, Kulturen und Lebensarten auseinanderzusetzen. Wenn man reist und neue Menschen trifft, wird man ein offenerer Mensch. Man wird offener und als Mensch reifer. Ich würde es sofort wieder machen, keine Frage. Als ich in Indien war, hatte ich eine eher traditionelle Sicht auf das Leben. Heiraten, Karriere, Kinder kriegen, ein normales Leben führen. Ich war viel weniger offen für Neues. Jetzt, nachdem ich hier in die Schweiz gekommen bin, bin ich eher bereit, auch mal ein Risiko einzugehen. Ich bin offener geworden. Hier merke ich, dass wir nur ein Leben haben und es wirklich leben müssen. Ich denke, in dieser Hinsicht habe ich mich verändert. Ich traue mich eher, Dinge auszuprobieren, glücklich zu leben, anstatt nur auf die Karriere zu achten. Heute gibt es mehr andere Dinge, die mein Leben inspirieren. Die beste Kleidung, das beste Auto, das beste Restaurant, das alles hat für uns nicht mehr so viel Bedeutung. Aber Zeit zusammen zu verbringen, das ist wirklich wichtig. Stimmt. Also kauf nicht ständig neue Klamotten. Der Superkoch, Ian.